Hola Leute und willkommen zu einer neuen Folge Wurf an diesem Montag um 18.30 Uhr und dieses Mal eben, dass es nicht pünktlich rauskommt. Mein Internet ist so langsam. Es ist jetzt, ich glaube, Zeitpunkt der Aufnahme, ich habe jetzt gar keine Uhr da, aber es müsste ungefähr 2:30 sein und das muss heute pünktlich kommen. Bitte, Leute, ich hoffe, ich schaff's, das Internet schafft's. Wir haben heute, ihr seht schon hier oben links, wir spielen den Arena-Modus, den habe ich ganz vergessen, aber den gibt es ja in dem Wurf auch und der ist... Ich setze schon mal die Kopfhörer auf. Der ist super cool. Also den können wir gern öfter machen. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon seit, weiß nicht, seit 50 Spielen nicht mehr eingesetzt. Nicht mehr gespielt einfach. Da geht man in der Arena als Monster, ich als Eiszeit-Behemoth gegen die Jäger, die wir jetzt gleich sehen. Wer ist das? Schauen hier. Okay, ist eine machbare Truppe. Es ist dann so ein Best of 3, glaube ich. Und die Jäger haben einen Vorteil. Ich hab den Schwierigkeits angepasst, dass die Jäger stärker sind. Also es wird lustig. Es wird lustig. So, da sind sie alle. Okay. Also wir werden richtig tryharden. Kein Thema heute, kein Gelaber. Heute wird getryhard. Also, oh, das macht mich schon. Ach komm, immer dieses Steam-Overlay. So, wissen ja eigentlich, wo ich bin, oder was? Okay, passt mal auf. Ich warte mal hier noch, bis einer herkommt. EZBMOS habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber ich hoffe, ich krieg's hin. Die wissen nicht, wo ich bin. Okay, warte, das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Ah, da habe ich gerade Schaden bekommen. Kann das sein? Mein Schild war zumindest gerade ein bisschen weiter unten, als es sollte. Okay, aber es ändert sich gerade nicht mehr. Jetzt gehen wir hier hoch. Achtung, Achtung. Jetzt gehen wir hinter die. Jetzt gehen wir hinter die. Roll. Yeah! Bam! Jawohl. So, Ape muss jetzt... Ah ja, okay. Ich muss ja checken, meine Fähigkeiten nochmal gehen. Ihr habt ja mehrere Runden Zeit, um was zu lernen. Das ist so ein Eis... nee, Moment. Das ist so ein Eis... Speer. Das ist irgendwie... Das macht wahrscheinlich Schaden, während man drin steht, denke ich mal. Ich komme selber nicht durch meine eigene Wand, die ich mir aufgabe. Das ist natürlich Genius. Okay, Hank. Du willst also sterben. Oh, oh, oh. Okay, pass mal auf. Ah, schau mal, das ist eine coole Fähigkeit. Ich schieße vor mir jetzt immer... Oh Gott, ich hab grad gespuckt, tut mir leid. Ich schieße vor mir jetzt immer so Eisweg. Der auch nochmal zusätzlich Schaden macht, denke ich. Na, okay, Hank ist raus. Na, der war daneben der Treffer. Genau. Das ist dieser... Jetzt kann ich mir das vielleicht noch dauerhaft... Diese Fähigkeit. Jetzt ist sie abgelaufen, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal wieder regenerieren. Ich sehe oben nur diese Zahlen. Was auch immer die bedeutet. Ich bin verwirrt. Mein Typ macht die ganze Zeit jetzt hier in diesem Eisfeld. Das macht ja dauerhaften Schaden. Da seht ihr 14, die da aufploppt. Oh, Hank ist wieder da. Shit. Ich hab's verpennt. Ich muss auf den Medic aufpassen. Der will da schon wieder hin. Aber diesmal nicht. Nö. No. Well, vergiss es. Vergiss es. So, pass mal auf. Hank, treff den. Oh, das war... Was macht dieses Ding? Achso, das ist diese Eiszeit. Okay. Also wir haben Eiszeit, dann Eisspeer und wir haben die Eins. Das ist irgendwie... Ja, das habe ich noch nicht verstanden. Dieser kleine Mörser. Eismörser. Irgendwer chillt da oben jetzt. Ne? So, warte. Also ich kassiere schon ordentlich. Ich muss jetzt erstmal... Ich nehme jetzt Hank nochmal raus. Na, warte mal. Dann habe ich gleich. Ich muss mich beeilen. Oh, nee. Oh, lass das, ey. Ich sag's dir. Okay. Der ist durch die Eiszeit gestorben oder dieses Eisfeld. Irgendwas mit Eis. Irgendwas mit Eis. Wir könnten das schaffen. Wir könnten das hier schaffen. So, zack. Ich nehme jetzt Ape einfach. Oh Gott, der Medic. Nein, wie schnell das geht, ey. Das gibt's nicht. Da wollte ich ihn schon wegsnipen. Noch snipe ich dich weg. Komm. Jetzt aber. Komm her. Okay, Ape ist raus. Den mache ich jetzt komplett tot. Warte mal, den ich da hinten getötet habe, den Hank. Der ist natürlich nicht... Okay, Leute, das habe ich verloren. Die erste Runde geht an Jäger. Ich habe mega verkackt. Ich habe vergessen, was ich hätte tun sollen. Oh Mann, ey. Vielleicht geht noch ein bisschen was. Nee, aber das... Das ist gelaufen. Ja, Hank, der tut uns auch wieder beleben. Ja, ja, keine Chance. Killt mich. Ich kann es auch nicht kampflos hier aufgeben. Ey, bitte, ich kill dich. Ich räche mich noch an dir. Ach.
jetzt wird's spannend. Also eins nur schon mal für die Jäger. Ich kann meine Fähigkeiten ändern. Ich kann aber schauen, was das überhaupt für Fähigkeiten sind. Todesfrost, was macht das denn? Tiefenfrost. Das ist das, dieser normal, diese Schläge da. Eismonolith fand ich cool. Mal die drei. Okay, alles klar. Zwei! Oh, 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 so. Wir hatten eigentlich den Vorteil auf unserer Seite, weil die haben uns ja nicht kommen sehen. Wisst ihr was? Wir drehen ja einmal eine kurze Runde. Jetzt von hinten einfach rein. Okay, ich mach schon wieder diese komischen Attacken hier. Sind das normale Schläge einfach? Oder? Ah, das ist der normale Schlag. Macht diesen Eisweg. Ich nehme den Medic aus. Ah, das kann ja nur gut sein. So. Kriegt den Schild. Aber das ist kein Ding. Machen hier die Eiszeit rein. Da gibt dauerhaften Schaden schon mal. Ja, die geht nochmal raus. Clever. Schauen wir, dass wirklich was. Aber diese Fähigkeit checkt nicht. Dieser Mörser macht wirklich wenig Schaden dafür, dass er so schwer zu zielen ist. Well. Oh Gott, ey, das dauert hier lang. Da ist eine Mine. Monsterpanzerung ist kaputt. Aber. Boah, wie sich hochgehalten hat, das gibt's doch nicht. Sie bewegt sich nicht mehr aus irgendeinem Grund. Sie ist eingefroren. Weiß ich nicht, ob es überhaupt geht. Und tschüss. So, Merlis. Dann. Hank. Und hier habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Aua. Wir lassen Markus mal dahin. Dann setze ich den Mund in Eismonolith. Das heißt, wenn irgendwer Bell retten will, das richtig Schaden machen an demjenigen. Au. Ja, ich kann so richtig auf Distanz kämpfen. Ich kann zwei auf einmal treffen. Einmal mit meinem Schlag und mit meinem Distanzschlag. Oh, das ist nicht schlecht. Geh schnell zurück. Markov, vergiss es, Markov. Vergiss es. Den nehme ich denn jetzt raus, Markov. Ne, Hank kann gar nichts. Medic ist gleich tot. Stirbt doch endlich, Medic. Oder ist die Eiszeit wieder eingetroffen hier? Ja, Medic, ne? Das, die Runde gewinnen wir. Nur noch Markov, das gewinnen wir. Bam. Bam. Komm her, Markov. Boah. Knapper als mir lieb ist, aber. Boah. Boah. Okay. Niemand. Yes! Aufnahme läuft, ne? Okay. So, weil ich passe nochmal meine Fähigkeiten an. Den Todesfrost finde ich echt. Ich mache eins einfach, damit ich ihn überhaupt einsetzen kann. Aber ich gehe volle Kanne auf Eismonolith. Und Tiefenfrost ist auch gut. Das macht einfach besser Nahkampfschaden, ne? Okay. Letzte Runde. Finale. Sneaky, okay? Ich gleich ja wieder auf Val gehen. Einfach weil sie der Medic ist. Volltreffer. In die Gruppe rein und auf zu werden. Ja, sehr gut. Trenn dich von der Gruppe. Hier geblieben. What the hell? Wenn sie abhaut. Hier. So, krieg jetzt einmal wieder mein Mörser. Ich glaube, das macht auch Flächenschaden einfach, ne? Je nachdem, wie lange man. Oh, ja. Oh, krass hochgehalten nochmal. Aber die steht da und kann sie kommt nicht mehr raus. Da kommt nur noch die Leiche raus, sag ich euch. So. Ah, Moment. Die haben sie noch. Na komm. Snipe die da weg. Ganze Panzer musste. Alter, jetzt schon wieder hochgehalten. Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt klettert er nicht immer hoch und runter. Er ist wie so ein Bug in einem Videospiel. Also wenn man die Treppe hoch und runter geht, dass man das safe ist. Vergiss es, Val. Ey, die heilt sich schon wieder hoch. Das ist der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wie sehr die sich heilen kann. Babypistole hat gerade weg. Diesmal nicht. Jetzt habe ich sie endlich. Ja,
halt mal bitte alle Abstand von Ver, damit ich die in Ruhe killen kann. Ich kümmere mich jetzt einfach um die. Ich mach die jetzt einfach komplett weg. Spieß die einmal auf. Ja, die wird ausgenockt. Die will ich hier nie wieder kämpfen sehen. So. Markov als nächstes. Volltreffer schon mal. Alter, das Ding ist stark. Diese Eissturm. Immer neue Namen. Wir können nicht festhalten. Und bam. So. Wen nehme ich jetzt? Jetzt muss ich aufpassen. Das ist wieder so eine doofe Situation. Einer versucht wieder zu Markov zu kommen. Ah, die machen, glaube ich, beide zu wenig. Oh, Moment. Die dürfen beide zu wenig Schaden. Also eigentlich müsste ich das hier bekommen. Oder? Ape ist weg. Ape ist weg. It's a rap, Hank. It's a rap. Da weicht noch mal ein bisschen aus. Aber. Nein. Der noch getroffen. Alter, sogar aufgespießt mit mir. Yes! Mein Behemoth. Ich weiß noch genau, wie ich Behemoth, als das Monster zum ersten Mal rauskam, als es released wurde, wie sehr ich das Viech gehasst habe und nicht drauf klargekommen bin. Und ich glaube, es wurde irgendwann einmal gepatcht oder was besser. Und mittlerweile komme ich voll damit klar. Das war Evolve, eine kurze Folge, aber. Für alle von euch, die noch was schauen wollen, denen noch langweilig ist an diesem Montagabend oder einfach an irgendeinem anderen Tag, ich habe auf meinem Kanal ganz viele Anthem-Videos rausgehauen. Also das sind aktuell 2 und es kommen noch 4 Stück. Also ich habe wirklich die Demo komplett durchgezockt. Ich habe alles gezockt, was man zocken konnte, jeden Javelin ausprobiert, Story-Missionen zerstört einfach. Alles ausprobiert, was man da ausprobieren kann. Und es ist ein super cooles Game. Und ich glaube, für alle, die Wolf schauen, euch könnte das gefallen. Es erinnert mich teilweise wirklich an den Wolf, weil du kämpfst im Grunde als Jäger gegen solche Viecher, ne, die aussehen wie Behemoth und so. Das ist echt nice. Und schaut euch das gerne mal an. Also, ja, lasst einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat. Heute, glaube ich, ein bisschen kürzer als sonst. Ich schau mal kurz gegen die Aufnahme. Ach, wobei, ist gar nicht so kurz. Oh, oh. Was steht hier? 12 Minuten oder 4 Minuten? Ich muss hier kurz. Okay, Gott sei Dank, wenn da 24 Minuten gestanden wäre auf meiner Kamera, wäre die Folge niemals um 18:30 rausgekommen. Ich hoffe, sie kommt um 18:30. Bitte. Okay, haut rein, Leute. Bis dahin. Und morgen kommt eine neue Anthem-Folge, Folge 3. Und dann, glaube ich, so Tag für Tag bis zum Wochenende dann Anthem. Drunter und drüber. So geht das Sprichwort, ne? Ich glaube schon. Haut rein. Bis dahin. Ciao.